Big Band der Bundeswehr spielte Mozarts Rondo alla Turca mitten im Revier, in einer Industriekathedrale, in der Zeche Zollverein. Damit ist klar, es wird heute eine ganz besondere Ausgabe von Kein schöner Land. Ich begrüße Sie herzlichst in einer Region, die sich in den letzten Jahrzehnten vom hässlichen Entlein zum Schwan verwandelt hat. Besonders deutlich wird das hier am Baldeneysee, einem Stausee, der zur Stadt Essen gehört, so unwahrscheinlich das auch klingt. Die Steinkohle war einst Ursache dafür, dass zwischen Rhein und Ruhr eine qualmende Industrielandschaft entstand, die größte in ganz Europa. In den 70ern erzwang die Stahlkrise ein Umdenken. Man holte die Natur zurück in den Pott. Kunst und Kultur wurden gefördert. Die pure Maloche als Lebenszweck hatte ausgedient. Das neue Treiben in den Städten, die unglaubliche Vielfalt der Natur und das Erbe der Stahlbarone. All das wollen wir heute erkunden. Mit von der Partie sind unter anderem Marschall und Alexander, die Sopranistin Eva Lind, der Komiker Herbert Knebel und eine bezaubernde Künstlerin aus Belgien. Sie singt ein Evergreen von Dean Martin in der deutschen Version. Hier ist Lisa Delbeau. Eine schöne Frau lässt man nicht weinen. Keine schöne Frau ist gern allein. Und sie wird es nie ertragen, so einsam zu sein. Eine schöne Frau lässt man nicht weinen. Und doch gehört nur eine offenbar.
Das ist mein Typ, sagt jede Frau, jeder Mann. Im Leben ganz genauso wie im Roman. Ist sie blond, liebt er braun. Ist sie braun, bei ihm nur blond gewinnt. Aber ich im Vertrauen bin in puncto Haare farbenblind. La 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 la, ob blond, ob braun, ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist groß, doch was ich tu, ich denke immer so an eine bloß. Denn diese eine, diese kleine, die hat Beine und einen Mund hat die Kleine. Ja, das eine ist mir so. Ob braun, ich liebe alle Frauen. Mein Herz ist groß und doch gehört nur eine offenbar. Denn die eine, die ich meine, ist ja famos. Die Villa Hügel war die Machtzentrale der Familie Krupp. Alfred Krupp, der Erbauer der Villa Hügel, übernahm mit nur 14 Jahren die hochverschuldete Gussstahlfabrik seines Vaters und begründete damit eine Erfolgsgeschichte ohne Beispiel. Er begann mit der Herstellung von Essbesteck. Dann kamen Eisenbahnräder, Kirchenglocken und Kanonen. Er exportierte in alle Welt, richtete für seine Arbeiter ein vorbildliches Sozialwerk ein und für sich selber baute er diese Residenz mit 229 Zimmern, das größte Einfamilienhaus Deutschlands. Seine Enkelin war übrigens jene untersetzte Dame, die wegen ihrer Figur unfreiwillig zur Namenspatin für ein Geschütz wurde, die dicke Bertha. Ihr Mann, Gustav von Bohlen und Halbach, wurde schließlich der Waffenschmied Hitlers. Die Dynastie war für immer gebrandmarkt. 1967 verzichtete der letzte Erbe auf die Führung des Unternehmens. Das Vermögen wurde in eine gemeinnützige Stiftung überführt, die hier in der Villa Hügel ihren Sitz hat. Kein Stahlbaron ohne Steinkohle. Und die wurde in unzähligen Zechen im ganzen Revier gefördert. Die beeindruckendste Anlage ist der Schacht 12 der Zeche Zollverein. Ein technisches Meisterwerk, errichtet im Bauhausstil, auch das Versailles der Industriekultur genannt. Heute Museum, Veranstaltungszentrum und Weltkulturerbe der Menschheit. Das Herz von Europa am Rhein.
Der mächtige Strom trägt die Schiffe von den Alpen stromab bis hierher. Und andere bringen die wertvolle Fracht stromaufwärts heran, weit von mir. Der Duisburger Hafen liegt mitten im Land und ist weithin über die Grenzen bekannt. Er wird stets die Mitte Europas sein, der Hafen von Duisburg am Rhein. Es gibt viele Häfen in fernerem Land, die sind durch die Lieder fast jedem bekannt. Da hört man von Frisco, von Bombay, Hawaii, Adano, Marseille und von Shanghai. Doch ganz in der Nähe an Rhein und an Ruhr, gleich vor unserer Haustür liegt in grüner Flur der Hafen von Duisburg, Tag aus und Tag ein. Da laufen die Schiffe hinaus und herein. Der Duisburger Hafen liegt mitten im Land und ist weithin über die Grenzen bekannt. Die Ruhr und Westfalen sind für ihn zu klein, denn er ist das Herz von Europa am Rhein. Der mächtige Strom trägt die Schiffe von den Alpen stromab bis hierher. Und andere bringen die wertvolle Fracht stromaufwärts heran, weit von mir. Der Duisburger Hafen liegt mitten im Land und ist weithin über die Grenzen bekannt. Er wird stets die Mitte Europas sein, der Hafen von Duisburg am Rhein. Wo die Ruhr in den Rhein mündet, bauten die Duisburger 1716 eine erste kleine Hafenanlage. Im Laufe der Zeit ist daraus der größte Binnenhafen der Welt geworden, mit 19 Becken und 43 Kilometern Kailänge. Ebenfalls beeindruckend ist die Zahl der typischen Trinkhallen. Und hier treffe ich nun den bekanntesten Frührentner des Reviers, Herbert Knebel. Und ich bin sicher, der ewig nörgelnde Herbert ist auch diesmal wieder voll sich am Aufregen. Was ist es denn nun diesmal? Ach, komm nur. Was glaubst du, ich sag's dir, die Tage, ne, da hatte ich einen Hals, aber von hier bis nach Castrop-Rauxel. Kennen Sie Schlangen? Also jetzt nicht so Pythons oder Boa Constructors. Nee, richtige Schlangen aus menschlichem Fleisch und Blut. Also Einkaufsschlangen. Und die allerschlimmste Schlange, das ist die Wurstschlange. Also die Schlange an der Wursttheke vom Supermarkt. Da krieg ich sofort wieder einen Hals, wenn ich daran denken muss. Aber diesmal bis nach Unna. Weil diese Woche war ich mal einmal mit Einkaufen dran, weil wir wollten jetzt noch Muttertag nachfeiern. Ne? Ja komm, da muss man die Mutti schon mal einen Gefallen für tun. Ne? Da hab ich gedacht, hey, gehst du vormittags, ist nichts los. Sind sie alle am Malochen oder am Arbeitsamt, ne? Ja, jetzt hatte ich aber den Fehler gemacht und in meine Überlegung nur die erwerbstätige Bevölkerung mit einbezogen und hatte gar nicht an die ganzen Rentner und Rentnerinnen gedacht. Ja, und jetzt standen sie da. Alle Mann, wie sie da sind. Als Schlange an der Wursttheke vom Supermarkt. Und ich praktisch hinten dran als Schwanz. Der Kopf von der Schlange bei irgendeiner Oma, ne? Da hörte ich den Kopf auch schon sagen. Der Schinkenspeck. Ich sehe im Angebot, ja, da tun sie mir mal eine Lage. Wie teuer ist denn die Jachtwurst? Die hätte ich auch gern 100 Gramm von. Nee, oder halt, besser 110, ne? Oh, die Zervelatwurst, die sieht aber auch lecker aus. Tun Sie mir mal 4 Scheiben oder 5 Scheiben, ne? Habe ich unterm Strich eine mehr. Ich denk, haben wir bald. Aber Pustekuchen, da wird die Olle erstmal auf den Aufschnitt aufmerksam. Ich denk, jetzt ist aber Holland in Not. Ich rief dann so zu sie rüber, Leberwurst haben Sie noch vergessen. Sonst haben sie ja schon alles, was der Laden hergibt. Immer da wurde die noch pampig, ne, und sagte, ich sollte mich doch nicht in ihre Nahrungskette einmischen. Ich sag, wenn jeder so wie sie einkaufen wird, da wird doch in Deutschland gar nichts mehr laufen. Da müsste ich doch jeden Tag unbezahlten Urlaub nehmen. Da wurde die noch pampiger.
trotz meiner freundlichen Erklärungen und bestellte in aller Seelenruhe eine halbe Fleischwurst ohne. Und da hab ich rot gesehen. Ich meine, ich sehe nicht schnell rot, aber da war knallrot. Ich rief dann zu die Röber, gucken Sie sich Ihren Wurstsack doch mal mittlerweile an. Wer soll die ganze Scheiße denn fressen? Über so viele Angehörige verfügen Sie doch gar nicht. Haben Sie einen Rudel Wölfe auf der Hütte oder was? Ja, hör mal, da war aber ruckzuck Tumult in den Laden. Gott sei Dank kam in dem Moment der Verkaufsleiter um die Ecke. Ich denk, aha, die Gerechtigkeit nimmt ihren Lauf. Was macht der Speichellecker? Schmeißt mich raus und gibt mir Hausverbot. Da gehe ich ohne mehr hin, doch Mann. Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist. Sing ein Lied, wenn dich kein Mädel küsst. Sing ein Lied, weil du dann leicht vergisst. Tralalalalala. Sing ein Lied. Dann nach der Sonnenschein. Sing ein Lied. Dann bist du nicht allein. Sing ein Lied. Dann wirst du glücklich sein. Tralalalalala. Wenn auch die Leute fragen, ob der nichts anderes kann, musst du als Antwort sagen, nun zum Trotz, zum Fang, dumm, ich dumm, noch dumm, mal dumm, von vorne an. Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist, sing ein Lied, wenn dich kein Mädel küsst. Sing ein Lied, weil du dann leicht vergisst, tralalalalala. Tralalalalala. Ich habe eine Medizin, die hilft für jeden Schmerz. Sie ersetzt mir Aspirin und Baldrian fürs Herz. Ich hab sie Tag und Nacht bei mir, sie kostet gar kein Geld. Und ich glaube, dass sie dir ebenso gut gefällt. Weißt du mal nicht mehr aus nach Heim, dann sei ein Mann der Tat. Lass allen Kummer, Kummer sein, merke dir den guten Rat. Sing ein Lied, dann nach der Sonnenschein. Sing ein Lied, dann bist du nicht allein. Sing ein Lied, dann wirst du glücklich sein. Tralalalalala. Wenn auch die Leute fragen, ob der nichts anderes kann, musst du als Antwort sagen, nun zum Trotz, zum Fang, dumm, ich noch mal dumm. Von vorne. Sing ein Lied, wenn du mal traurig bist. Sing ein Lied, wenn dich kein Mädel küsst. Sing ein Lied, weil du dann leicht vergisst. Tralalalalala. Tralalalala. Wandert hindurch Wald und Fels und seht euch an ihm.
der Riviera der Duisburger von der Sechseenplatte nun direkt ins Hochgebirge. Und das liegt auf einer Abraumhalde in Bottrop. Alpine Center heißt diese Attraktion mit der längsten überdachten Skipiste der Welt. Und die Idee dazu hatte ein Österreicher mit Luxemburger Pass, Marc Girardelli. 2 olympische Medaillen, 46 Weltcupsiege, 5 Siege im Gesamtweltcup. Und das alles für Luxemburg. Warum denn nicht für Ihr Geburtsland Österreich? Ja, es hat damals schon zu meiner Kinderzeit ziemliche Probleme gegeben mit dem Landesverband und mit dem österreichischen Skiverband. Und da ist meinen Eltern eigentlich nichts anderes übrig geblieben, um meine Karriere fortzusetzen, dass man den Verband wechselt. Und bei Luxemburg sind wir gelandet. Wie kamen Sie auf die Idee, eine künstliche Skipiste in der Halle zu bauen? Und warum gerade in Bottrop? Also die Idee, den Skisport in Ballungszentren zu transportieren, ist schon ziemlich alt. Schon in den 80er Jahren habe ich mit Berechnungen mit einem Freund versucht, Schnee mit Stickstoff zu erzeugen. Aber das war dann wirtschaftlich nicht günstig genug. Und als ich dann meine Karriere beendet habe, das war 1996, habe ich noch ein Jahr ein bisschen Pause gemacht und dann ist mir die Idee wieder gekommen. Ich habe gehört, die Piste sei sogar Weltcup-tauglich. Wird es denn irgendwann mal internationale Wettbewerbe geben? Wir hatten ja schon im letzten Jahr und jetzt auch heuer schon angemeldete Gruppen, die zum Training kommen. Wie beispielsweise die deutschen Damen, norwegische Herren, österreichische Herren. Und wenn denen das gut genug ist, um ein effektives Training zu machen, habe ich mir gedacht, könnte es auch reichen, um ein Weltcuprennen zu machen. 5 gemütliche Almhütten und ein Biergarten mit Blick übers Ruhrgebiet. Wird das von den Menschen angenommen? Ja, eigentlich sehr stark. Wir hatten im ersten Jahr mehr als 600.000 Besucher. Davon ist ein gutes Drittel Skifahrer. Und ich denke, das war mehr, als wir erwarten durften. Zumal auch die wirtschaftliche Situation nicht ideal ist. Aber wir sind sehr zufrieden mit der ganzen Situation. Just what we need, so join brother and
to do. So we go, we do, and we die. It would be nice if we all could join hands, and we laughed and we sang and we cried. The world is small, take down. Das Zentro auf dem Gelände der ehemaligen Thyssenhütte in Oberhausen ist Europas größtes Einkaufszentrum. Mit Vergnügungspark, Theater und allem, was Spaß macht. Den besten Blick darauf hat man vom Gasometer, der 1929 als größter Gasspeicher seiner Zeit erbaut wurde. Nach der Stilllegung ist daraus ein Ausstellungs- und Konzertraum mit einer sagenhaften Akustik geworden. Die stählernen Wände werfen ein siebenfaches Echo zurück. Auch die Dimensionen sind unglaublich. Im 117 Meter hohen Inneren kommt man sich vor wie eine Ameise in einer Cola-Dose. Die Aussichtsplattform auf dem Dach ist mit einem Aufzug zu erreichen oder über 592 Treppenstufen. Wie auch immer man hier hochkommt, bei schönem Wetter, wird man mit einer Fernsicht bis zu 35 Kilometer belohnt. Nur einen Katzensprung entfernt in Oberhausen-Osterfeld liegt die älteste Arbeiterkolonie des Reviers, die Siedlung Eisenheim. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Häuser errichtet. Von der Doppelhaushälfte für Meisterfamilien bis zur Werkswohnung für Arbeiterfamilien. Wohnen durfte hier nur, wer in der Osterfelder Hütte oder im Bergwerk Arbeit hatte. Job weg hieß also auch Bleibe weg. 1968 sollten dann die Häuser selber weg und durch eine Neubausiedlung ersetzt werden. Aber die Bewohner wehrten sich 5 Jahre lang heldenhaft und mit Erfolg. Eisenheim wurde unter Denkmalschutz gestellt und ist heute ein lebendiges, bewohntes Freilichtmuseum. Thank you.
Heute beschauliche Ruhr war früher ein geschäftiger Fluss. An den Ufern klapperten Mühlen und Hammerwerke. Dann kamen die Kohlefrachter und die Ruhr wurde zur meistbefahrenen Wasserstraße Europas. Die Ruhr war auch für den gigantischen Wasserbedarf der Industrie zuständig und bekam den Dreck der Fabriken ungeklärt zurück. Heute liefert sie wieder Trinkwasser. Karpfen, Rotaugen und Flusskrebse siedeln in den Fluten. Das Ruhrtal ist zur grünen Lunge des Reviers geworden. Wenn auch Sie mal hier entspannen möchten, dann empfehle ich Ihnen die heutige Preisfrage. In welchen großen deutschen Strom mündet die Ruhr? Schicken Sie die Lösung an den Saarländischen Rundfunk, kein schöner Land, Postfach, in 66 142 Saarbrücken. Ein Sendeschluss ist heute in einer Woche. Und das können Sie gewinnen. Jeweils ein verlängertes Wochenende entweder im Mövenpick Hotel in Essen, im Hotel am Schlosspark in Herten, oder im Fairhotel in Duisburg. Alle Preise sind wie immer für zwei Personen inklusive Frühstück. Es gibt im Volkesmunde wohl Märchen ohne Zahl. Ein jedes in der Runde beginnt, es war einmal. Die Kinder sehnend lauschen und schwelgen voller Glück. Die alten Blicke tauschen und denken weit zurück. Verliebte aber halten sich innig Hand in Hand und gleichen Selbstgestalten aus holdem Märchenland. Wenn auch die Jahre enteilen, bleibt die Erinnerung noch. Selige Träume verweilen, ewig im Herzen dir doch. Schwindet auch trügrig vom Hinnen, was heut noch dein Ideal. Denke die Märchen beginnen alle, es war einmal. Hört man immer gerne beim Abendsonnenstrahl aus grauer Märchenferne den Gruß, es war einmal. Der Jugend Herz umfiele,
wird müd der Märchen nie, verschließ auch deine Seele nicht ihrer Poesie. Nicht kann die Welt dir geben nur Glanz und Gold allein, und doch strahlt deinem Leben oft Märchensonnenschein. Wenn auch die Jahre enteilen, bleibt die Erinnerung hoch. Selige Träume verweilen, ewig im Herzen dir doch. Schwinde doch trügerisch von hinnen, was heut noch dein Ideal? Denke die Märchen beginnen alle, es war einmal. Das Wasserschloss Herten mit seinem altenglischen Landschaftspark ist nicht nur eine hervorragende Kulisse zum Singen, sondern auch zum Heiraten. Schon unzählige Paare haben sich in dem romantischen Gemäuer das Jawort gegeben. Ein Eldorado für Romantiker ist auch der Stadtkern von Westerholt, Alte Freiheit genannt. Ein Ensemble von 80 hervorragend gepflegten Fachwerkhäusern, das älteste aus dem Jahr 1606. Dazwischen malerisch verwinkelte Gassen, so ganz das Gegenteil von dem, was man sich unter dem Ruhrgebiet vorstellt. Aber er ist ja auch anders geworden, der Kohlenpott, wie wir auf unserer heutigen Reise festgestellt haben. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal, wie immer, eine schöne Zeit. Thank you.